bester Mann. Gott sei Dank. Sehr geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zurück auf die Sachebene. Frau Ministerin, das ist Ihr erster Haushalt, den Sie im neuen Amt begleiten, ein Amt, das Ihnen viel Energie abverlangen wird, ein Amt, von dem wir hoffen, dass Sie es mit aller Kraft ausführen werden. Ihre Vorgängerin hat Ihnen nämlich viele Baustellen überlassen, über die wir auch sicherlich im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gemeinsam diskutieren werden. Wir freuen uns als SPD-Fraktion auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten Monaten. Ich möchte zunächst auf das Thema eingehen, was uns in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt hat, die sogenannte Berateraffäre. Wir hätten uns eine allumfassende Aufklärung des Bundesministeriums der Verteidigung gewünscht, weil wir der festen Überzeugung sind, eine solche Aufklärung sind wir der Truppe und sind wir den Beamtinnen und Beamten schuldig. Es darf kein Anschein zurückbleiben, dass gewisse Unternehmen bevorzugt behandelt und dass das toleriert oder respektiert wurde. Ich will es noch deutlicher machen. Wir finden, der vielfache Bruch des europäischen Vergaberechts darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das wäre vollkommen indiskutabel. Aber die Aufklärung, die wir uns gewünscht hätten, haben so nicht stattgefunden. Die durchgeführten Verwaltungsermittlungen, sie waren hochgradig lückenhaft. Entscheidende Fragen wurden nicht gestellt, Konsequenzen bis heute nicht gezogen, Antworten nicht gegeben. Frau Ministerin, wir bieten Ihnen unsere Zusammenarbeit an, diese Verwaltungsermittlungen noch einmal nachzuholen, hier nachzuarbeiten, im Interesse der Steuerzahlenden in diesem Land. Ich finde, das kann nicht alleine Aufgabe des Parlaments sein, das aufzuarbeiten. Das ist zuvorderst auch Ihre Aufgabe. Ihre ersten Signale, die Sie an uns auch als Untersuchungsausschuss gesendet haben, nehmen wir da sehr positiv auf. Und wenn im Untersuchungsausschuss bei den Zeugenvernehmungen immer dieselben Antworten kommen, die lauten, ich bin dafür nicht zuständig, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Wenn Person A sagt, Person B ist zuständig und Person B sagt, Person A ist zuständig, dann stimmt etwas im System nicht, dann funktioniert etwas nicht, dann ist das Ausdruck eines Organisationsmangels. Und Frau Ministerin, es wird Ihre Aufgabe sein, diesen Organisationsmangel in Zukunft abzustellen. Und ich finde, die Erkenntnisse, die wir dort erlangt haben, sie sind auch relevant für die Debatte, die wir hier führen. Frau Ministerin, Sie haben im ersten Interview gleich mehr Geld für die Bundeswehr gefordert. Und ich sage, ich hätte mir eine andere Schwerpunktsetzung gewünscht. Denn die Wahrheit ist doch, Ihrem Ministerium steht so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor. Die Hauptprobleme liegen doch nicht in den Finanzressourcen, sondern an den Herausforderungen, dieses Geld auch für Ausgaben zu bekommen. Ich will betonen, 45 Milliarden Euro sind verdammt viel Geld. Geld, das wir als Parlament zur Verfügung stellen, um die Soldatinnen und Soldaten über deren Auslandseinsätze, über deren Aufgaben wir hier entscheiden, auch angemessen auszustatten. Denn an einem darf es keinen Zweifel geben. Unsere Truppe verdient die bestmögliche Ausstattung, insbesondere in Auslandseinsätzen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung eines Parlaments gegenüber einer Parlamentsarmee. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wer viel Geld zur Verfügung gestellt bekommt, der bekommt eben auch viel Verantwortung übertragen. Und die Berateraffäre, sie hat nun mal offenbart, dass es im Umgang mit Steuergeldern teilweise erhebliche Defizite im Haus gibt. Daher, bevor Sie mehr Geld fordern, Frau Ministerin, würden wir das Angehen dieser Probleme zunächst bevorzugen. Aber eins möchte ich ganz deutlich auch in Abgrenzung sagen. Das habe ich in der letzten Debatte auch schon betont. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beschaffungsamt, sie leisten in einer schwierigen Lage eine teils herausragende Arbeit. Und auch wenn einzelne entscheidende Fehler gemacht haben sollten, das gilt nicht für das Kollektiv. Die Mitarbeitenden in den Beschaffungsstrukturen leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Großartiges. Wenn aber dauerhaft große Teile der Personalstellen nicht besetzt sind und man gleichzeitig mit jeder Milliarde mehr im Einzelplan auch mehr Aufgaben ins Amt bringt, dann bringt man ein System an den Rande eines Kollaps. Daher müssen wir das Beschaffungsamt endlich nachhaltig stärken und wir müssen es optimieren. Unsere Vorschläge, die wir gemeinsam auch im Expertenrat miterarbeitet haben, liegen auf dem Tisch. Und ich wiederhole erneut die letzte Debatte. Frau Ministerin, wenn Sie das System stärken und es nicht zerschlagen wollen, dann haben Sie die volle Unterstützung der SPD-Bundestagsfraktion.
Was wir daneben ausdrücklich begrüßen würden, wäre das Ende der Privatisierungs- und Ausgliederungsinitiative im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Die Versuche, und da sind wir ehrlich, die fraktionsübergreifend in den letzten Jahrzehnten unternommen wurden, auf diese Art zu optimieren, sind weitestgehend gescheitert. Sie waren auch ein Fehler. Wir reden hier über hochbrisante und für unsere Sicherheit relevante Sachverhalte, ich habe gesagt, fraktionsübergreifend. Unser Grundgesetz sieht für derlei Aufgaben ausdrücklich Beamtinnen und Beamten mit ihrem besonderen Eid auf die Verfassung und die darin verankerte freiheitlich-demokratische Grundordnung vor. Und wir finden, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes hier klug abgewogen haben. Lassen Sie uns das nicht aus den Augen verlieren. Sicherheitspolitik, Sicherheitsstruktur gehört in unmittelbare Staatshand und irgendwo anders hin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte abschließend betonen, vor uns liegen die Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2020. Das Budgetrecht liegt einzig und allein beim Deutschen Bundestag. Wir führen unsere Verhandlungen mit Blick auf die Soldatinnen und Soldaten und die Beamtinnen und Beamten im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Wir als Sozialdemokraten diskutieren nicht über Quoten, nicht über Verlautbarung von US-Präsidenten. Wir wollen keinen Rüstungswettlauf. Wir diskutieren über Ausstattung und Aufgaben unserer Bundeswehr als Parlamentsarmee. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der FDP die Kollegin Dr. Marie